über den 9. November, was ja ein historischer Tag ist. 1989 fiel an dem Tag die Mauer und 1938 brannten in der Reichspogromnacht jüdische Geschäfte und Synagogen. Und für diesen Tag ist von Seiten der Stadtratsfraktion der Freien Wähler, der Sie ja angehören, eine Lesung mit Texten aus Viktor Klemperers Buch LTI über die Sprache des Dritten Reichs geplant worden. Die wurde dann von Seiten des Reklamverlages zunächst erstmal abgesagt und auch von Seiten der Kulturbürgermeisterin torpediert, kann man vielleicht sagen. Die sagte, es gibt dafür keine Räumlichkeiten. Dann wurde das Ganze revidiert und doch möglich gemacht. Erklären Sie uns doch mal zum einen, was kann man an einem Buch, an einer Lesung, die sich kritisch, wie Viktor Klemperer es getan hat, mit der Sprache des Dritten Reichs auseinandersetzt, was kann man daran überhaupt fragwürdig finden? Und wie ist es zu dieser Situation gekommen, dass es sowohl vom Reklamverlag als auch von der Kulturbürgermeisterin diese Art von Gegenwind gab? Ja, ich versuche das mal in ein paar Sätzen zu skizzieren, obwohl das eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Also ich bin als Stadträtin Teil der Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger im Dresdner Stadtrat und wir sind wie jede andere Fraktion von der Kulturbürgermeisterin aufgefordert worden, uns zu beteiligen mit einer eigenen Veranstaltung im Rahmen der Gedenkwoche zum 9. November diesen Jahres anlässlich der Pogromnacht von 1938. Wir haben ein Jubiläum 85 Jahre. Und da war für mich vollkommen klar, dass meine Fraktion im besten Falle eine Lesung aus LTI macht. Warum? LTI ist ein Buch von Viktor Klemperer, Literaturwissenschaftler, Romanist, der zu Zeiten des Nationalsozialismus interessanterweise eben nur nach den Rassegesetzen der Nazis als Jude benannt, allerdings 1912 als Sohn eines Rabbiners schon zum evangelischen Glauben konvertiert, sich also immer in all seinen Schriften, in all seinen Tagebüchern, er hat also ganz akribisch Tagebuch geführt, wo er die Alltagssituation aufgeschrieben hat, um sich zu erinnern und um ganz exakt auch für die Nachgeborenen zu zeigen, wie sich Diktaturen entwickeln. Und da spielt Sprache eine ganz große Rolle. Also dieser Viktor Klemperer hat sich immer als Deutscher empfunden, durchaus als Patriot, war auch im Ersten Weltkrieg als Soldat, hat sich freiwillig gemeldet und war immer der Meinung, dass er natürlich nicht unter die Repression der Juden innerhalb des Nationalsozialismus fallen würde und war für Bass erstaunt, als er 1935 von seinem Universitätsdienst an der Technischen Hochschule in Dresden entpflichtet wurde. Das heißt, er wurde vorfristig in den Ruhestand versetzt. Und er hat als Jude dann gekennzeichnet, auch nicht mehr die Möglichkeit gehabt, in Bibliotheken zu gehen. Er hat eigentlich in der ersten Zeit immer noch an seiner Geschichte der französischen Literatur des 18. Jahrhunderts gearbeitet. Und dann hat er angefangen, seine alten Tagebücher rauszuholen und hat erst das Curriculum Vitae, das heißt seine Lebensbeschreibung von 1881 ist er geboren bis 1932 geschrieben. Und dann hat er eben auch zwischen 1933 und 1945 Tagebuch geschrieben. Und aus diesem Tagebuch heraus ist LTI entstanden. Lingua Terti Imperii, die Sprache des Dritten Reiches. Was passiert, wenn ein Land sich zu einer Diktatur verändert? Was passiert mit der Sprache? Dieses Buch ist zu DDR-Zeiten erschienen und wir haben alle dieses Buch gelesen. Dieses Buch ist für uns neben einigen wenigen anderen ein ganz, ganz wichtiges Buch für DDR-Sozialisierte. Weil nach 1945, wo er dann wieder auch in den universitären Betrieb einsteigen konnte und erstmal als glühender, man kann fast sagen Sozialist, als KPD-Mitglied auch in die Politik gegangen ist, nämlich in die Volkskammer für den Kulturbund der Deutschen Demokratischen Republik, er hat schon im Juni 1945 davon gesprochen, dass er eigentlich jetzt ein neues Buch beginnen müsste, LQI, die Sprache des Vierten Reiches. Das heißt, die Sprache
der DDR, das heißt die Sprache der sowjetisch besetzten Zone. Und er arbeitet heraus, immer wenn sich eine Diktatur entwickelt, werden dieselben Begriffe verwendet. Und davor, glaube ich, hat man Angst. Dass von ihm passt ja auch das Zitat, ne? An der Sprache werdet ihr sie erkennen. An der Sprache werdet ihr sie erkennen. Und davor besteht, glaube ich, auch die Angst derer, die auch heute unsere Sprache wieder verändern. Und daraufhin ist man gegen diese Veranstaltung Sturm gelaufen. Aber man konnte natürlich schlecht Viktor Klemperer und ein Buch von 1947 dafür verantwortlich machen. Also hat man diejenigen, die daraus lesen sollen, dafür verantwortlich gemacht. Das heißt, es geht nicht um den Inhalt, es geht auch nicht um Klemperer. Es geht darum, dass wir dort mindestens drei politischen Stimmen eine Bühne geben. Und das ist Antje Herbenau, ehemalige Grüne. Das ist Arnold Fahrts, CDU-Mitglied, immer noch CDU-Mitglied, lange Zeit CDU-Bundestagsabgeordneter und Bundestagsvize gewesen und jetzt sich durchaus wieder an seine Wurzeln zurückerinnernd, nämlich als er als Bürgerrechtler zu DDR-Zeiten und auch in Wendezeiten fungiert hat. Und Uwe Steimle, den Kabarettisten, der natürlich auch von der Sprache kommt. Und auf einmal gab es einen medialen Shitstorm, kann man sagen. Es wurde skandalisiert, dass wir diese drei dort Klemperer lesen würden. Und plötzlich, und das ist das Absurde an der ganzen Geschichte, wenn ich mir die Figur Viktor Klemperer anschaue, und das haben sich, glaube ich, die allerwenigsten unserer Kritiker, geschweige denn, dass sie seine Tagebücher, so wie ich, alle gelesen haben und geschweige denn, dass sie LTI vielleicht mal durchgeblättert, aber wirklich vollständig gelesen und vor allen Dingen verstanden haben, sich diese Figur Viktor Klemperers wieder zunutze machen. Viktor Klemperer, der, wie ich vorhin schon sagte, zum christlichen Glauben konvertiert ist, der sich als Deutscher verstand, wird nun wieder, und zwar ein zweites Mal nach den Nazis, zum Juden gemacht, damit man ihn instrumentalisieren kann. Damit man sagen kann, die neue Rechte, als solche wurden wir bezeichnet, nicht nur als Fraktion, sondern auch diejenigen, die aus LTI lesen sollten, die neue Rechte instrumentalisiert einen Juden.